Was brauchen Tony Montana und Jordan Belfort, um ihre Superkraft zu aktivieren? Korrekt, Substanzen. Dieses dramaturgische Mittel nennt man Addiction Powered. Figuren, die in Film Addiction Powered sind, erreichen durch den übermäßigen Konsum einer ihrer bevorzugten Substanzen eine Art Superkraft. Obwohl solche Substanzen für andere Figuren im Film eine Menge Ärger bedeuten würden, ist es bei diesen Figuren eben nicht so. Tony Montana wird zum Beispiel fast unbesiegbar, während Jordan Belfort seinen Körper mehr oder weniger wieder zum Funktionieren bringt. Für die Figuren mag das für eine Zeit wunderbar funktionieren, aber irgendwann erreichen sie einen Punkt und dann fällt alles zusammen. Addiction Powered kann man also Figuren geben, um einen Anschein zu erzeugen, dass die Person dadurch stärker und besser wird, um sie dann auf lange Sicht und unterschwellig von ganz oben nach ganz unten fallen zu lassen. Damit kann man in einem Film also eine große Wendung erzeugen und auch den Charakter nochmal vor neue Herausforderungen stellen. Die Figuren Tony und Jordan sind ein perfektes Beispiel dafür. Welche Addiction-Powered-Figur kennt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn dir das Thema gefallen hat, dann folgt mir doch gerne, euer Filmsteak. Ciao, ciao.